Heute ist Weihnachten, den 25. Dezember 2012. Und ich möchte euch ein kleines Liedchen singen für Weltfrieden und Glück. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Nur das traute heilige Paar. Und hier, für das erste Mal in der menschlichen Geschichte, sind wir Zeuge eines Weihnachtsbaums, vereinigt mit der islamischen Fahne des Khorasan, was ja eines totalen Superbild für die Templer des Oktogon und ihren Banken darstellen muss. Also warum eigentlich hören wir nicht auf, einander zu bekämpfen, damit wir gemeinsam den Feind im Innern, diese Pharaon, Schwester der Isis und die Templer des Oktogon bekämpfen können? Wenn die Menschheit sich nicht sehr bald vereinigt, dann werden wir alle verlieren und die Menschheit in die totale Versklavung verenden. Erst müssen wir den Feind der Menschheit und unsere Erde zerschlagen. Danach können wir immer noch einander bekämpfen. Der wirkliche Feind sind unsere eigenen Generäle, Präsidenten, Politiker, Könige, Königinnen, Polizei und Richter. Nicht der andere Soldat im anderen Uniform. Ich, Sean Ross, der Pharaonenshow und die Octagon-Serie, heiße alle Muslime weltweit willkommen, um hier in Bern, Octagon Schweiz, Heim der Templer und größter Feind der gesamten Menschheit, beten zu kommen, wo ich die islamische Fahne des Khorasan gehisst habe, mitten im Herzen des Templers-Basis, dass die Widerstand gegen den Dajjal und den Teufel jetzt anfängt. Hier, wo es sein Nest hat. Templerfahne. Also hier in diesem Land hat der Dajjal und Teufel sein Nest. Templerfahne und ihre Banken. Also hier in Octagon, die erste Fahne des Khorasan. Da, wo das Nest des Dajjals und des Teufels ist.